Ja, ist schon fast 1,5 Jahre her, aber ich bin sehr zufrieden. Also die Zähne sind fest, die sind super und ja, die Qualität war wirklich überraschend gut. Vorher war ich noch ein bisschen kritisch, aber das wurde mir total genommen. Also ich bin zufrieden, Zähne sind gesund, nichts tut weh, alles ist schick. Gutes Happy End und ja, alles ist in Ordnung. Ja. Ja, also ich hatte natürlich ein paar Probleme, deshalb kam ich ja bezogen auf Dentab rein. Ja, ich war nicht ganz zufrieden mit den Behandlungen hier in Deutschland und war auch so ein bisschen verunsichert, manchmal wegen Zahnstein, manchmal wegen das. Und also die Zufriedenheit war nicht so groß und das hat sich dann natürlich, greife ich mal ein bisschen vor, geändert bei Dentab rein, ja. Also erstmal, wenn man ankommt und das ganze Know-how kennenlernt, die Leute kennenlernt, die Sauberkeit kennenlernt, es war so stimmig und so überwältigend, dass man erstmal ganz schnell Vertrauen gewinnt. Ja, dann geht es ja irgendwann los mit einer Zahnreinigung. Die war so gründlich und so sanft und mit so viel Geduld wurde die durchgeführt, dass man einfach nur gesagt hat, wow, also das hat man so noch nicht erlebt vorher. Also war total schön, ja. Dann ging es ja weiter, irgendwann kamen ja die Implantate rein. Und ich hatte überlegt, ob ich Dämmerungsschlaf in Anspruch nehme, weil ich ja gesagt, nein, ich möchte nur eine örtliche Betäubung haben. Aber wenn ich Dämmerungsschlaf in Anspruch genommen hätte, hätte ich den Zahnarzt unterstellt, dass er nichts gemacht hat. Also bezogen auf die Schmerzen, natürlich, bezogen auf die Schmerzen. Ansonsten war alles total schön und toll und war ich zufrieden und bis heute eben, ja. Ja, ich spreche schon öfters mit Freunden und Familienzugehörigen. Und da kann man eigentlich nur empfehlen, selber das mal anzuschauen, selber mal zu prüfen, sich mal ein Angebot machen zu lassen. Und wenn man selber so erzählt, ein bisschen, was man erlebt, ich war zum Beispiel hier danach zum Zahnarzt, zur Kontrolle, wieder zur Zahnreinigung. Der Arzt guckte im Mund natürlich und sagte, wer hat denn das gemacht? Ja? Und ich sagte, warum? Das ist eine super Arbeit, sagt er. Das ist ganz ausgezeichnet. Und ich sage, na, das war die Firma Dentabrand in Bulgarien. War da eigentlich gestaunt irgendwo. Aber ja, so kann man es einfach rüberbringen. Und viele Leute sagen auch, ja, sie hätten schon mal Interesse. Aber so spontan sagt natürlich keiner, er fliegt jetzt gleich los. Und ja, aber raten kann ich natürlich nur, das sich anzuschauen und mal zu prüfen. Und wie schon gesagt, sich ein Angebot einfach einzuholen. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich mich nochmal für Dentaprein entscheiden. Also alleine schon, jetzt steht demnächst eine Zahnreinigung an und alleine deswegen würde ich nur schon ein paar Tage Urlaub machen in Bulgarien und das in Anspruch nehmen. Also man kann es nur wiederholen, es war alles super und ich würde immer wieder das in Anspruch nehmen. Ja.